Hey ho, ihr hotten Party People! Willkommen zurück bei Tomb Raider, also Rise of the Tomb Raider, mit mir, dem Jens. Und in der letzten Folge hatten wir ja hier dieses kleine, sexy Rätselproblem. Wir sind im Übrigen im Baba Yaga DLC, falls der ein oder andere sich fragt, ich habe Tomb Raider durchgespielt, aber das noch gar nicht gesehen, wo ist der da? Ja, das ist der Baba Yaga DLC und wir müssen ja hier einen Weg finden. Und ich habe jetzt hier gerade so gestanden, zwischen der letzten und dieser Folge, stand ich hier so und habe mir mal was überlegt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es ist jetzt nur so ein Hirngespinst. Und zwar ist der Plan, wir ziehen den Aufzug ganz hoch, springen ins Wasser, rennen rund, also schwimmen dahin, schneiden das Seil durch, springen von hier nach da, von da, aber das geht nicht. Scheiße. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube tatsächlich, das geht nicht. Also die Idee war halt, weil wenn wir den durchschneiden, dauert es nicht lange, dann fährt der hier ja nach oben. Der nach unten, der nach oben. Und dann können wir, wenn wir dann halt so, zack, zack, draufgesprungen sind, von dort da hochlaufen, hier auf den Fahrstuhl und dann da oben auf die Kante drauf, weil das da oben ist ja unser Ziel, ja. Aber ich glaube, das funktioniert leider nicht, dass wir von hier... Ja, da kommen wir nur an das Seil. Das Seil ist völlig uninteressant, glaube ich. Scheiße. Ich hatte so eine geile Idee in der Hoffnung, dass das funktioniert, aber wir können hier ja auch gar nicht, wir können hier auch gar nicht hin. Das ist ja doof. Das ist ja... Also... Drehen wir den Kollegen doch nochmal hoch. Also es wird irgendwas noch mit den anderen Fahrstühlen zu tun haben. Da bin ich mir so ziemlich hundertprozentig sicher. Tja. Wir bräuchten einen Koop-Mode, wo einer jetzt mal da das Ding drehen könnte. Das wäre voll super. Das wäre so die einfachste Möglichkeit. Also ich muss mal gerade gucken. Wenn wir das jetzt hier durchschneiden. Genau. Vollkommen richtig, was da gerade passiert ist. Genau das wollen wir ja im Prinzip. Wir können halt... Warte mal. Warte mal. Ja, ich habe eine Idee. Okay, ich verrate sie jetzt mal nicht. Ich will mich jetzt wieder blamieren. Aber ich glaube, so könnte da ein Schuh draus werden. So. Warten. So. Aber Jens, ja, chillt mal euer Leben. Wir können doch jetzt nämlich hier dann da hochklettern und dann da easy going rüberspringen. Alter, wie einfach. Wie einfach. Ich bin hier schon eben auch, wo ich, also zwischen den Aufnahmen, oder zwischen den zwei Folgen, ist ja immer noch die gleiche Aufnahme, bin ich hier schon an dem Seil hoch und runter gerutscht und dann war an dem Seil oben und unten und hab mir ja gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht so schwer sein. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dann hier einfach die Position zu verändern und an den Seil wieder hochzugehen. Deswegen ist auch dieses Teil, dass man an das Seil rankommt. Natürlich, das ergibt jetzt alles tatsächlich und wunderbar einen Sinn. Aber das ist jetzt zu hoch. Verdammt, wir sind von der Position her noch nicht so optimal. Würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen eine bessere Position. Die ist sehr suboptimal, glaube ich. Die ist dann doch ein bisschen zu extrem. Wir müssen nochmal ein bisschen nachjustieren. Das war ja schon bei dem ersten Trial so. Also, ich würde ja sagen so. Na, warte mal. Also das wäre ja so mein Tipp. Also das ist ja Hälfte. Da war, also hier ist ja Hälfte, so waren wir eben gerade. Und ich würde sagen, die Hälfte, also Viertel, wäre so. Das heißt, es ist im Prinzip genauso nur umgekehrt wie vorher.
Ergibt Sinn. Also in meinem Kopf hat der Satz gerade voll Sinn ergeben. Ist genauso wie vorher, nur umgekehrt. Ja, jetzt ist der linke halt höher als der rechte. Alles easy. Passt auf. Das wird jetzt was. Aber bevor wir da jetzt hier drum rumziehen, probieren wir erstmal, ob das von dem Jumpen her funktioniert. Okay, okay, okay. Sieht wunderbar sieht das aus. Richtig, richtig horny. So kann das was werden. Jetzt muss das Timing nur noch mit dem Fahrstuhl passen. Ich habe gerade gedacht, nein, jetzt muss ich die Aufzüge ja wieder verändern. Aber haha, der Hinz ist ja doof. Er hat schon wieder seinen eigenen Trick vergessen quasi. Wir können ja hier einfach dem Seil hoch. Also wir müssen ja hier einfach an dem Seil hoch. Also alles cool. Ach Lara, was soll das denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Wollen wir jetzt nicht mehr miteinander spielen oder was ist da? Komm schon, komm schon. So, okay. Okay. Hoch. Okay. Wunderbar. Es könnte in dieser Folge tatsächlich noch etwas werden. Also hoffe ich zumindest. Ich gebe keine Garantie drauf, aber wie man so immer beim Lotto so schön sagt, alle Angaben ohne Gewähr. Alles klar, so, jetzt aber... Ja, es ist richtig. Sie hat gesagt, es ist richtig. Im Prinzip. Jawohl. Bitch, please. Bin fast da, direkt hinter dir. Ja, nicht ohne mich weiter. Wo ist sie denn? Muss die das jetzt auch noch alles machen? Muss die auch an dem Seil holen? Ich glaube nicht. Die treffen wir doch jetzt hier vorne irgendwo. Ah, was ist das? LOL! Sieh dir das an! Die Hexe hat den Aufzug die ganze Zeit laufen lassen. Sie hat sogar Verbesserungen vorgenommen, aber ich glaube, die Seile überstehen nicht mehr viele Fahrten. Eine reicht auch völlig aus. Zwei. Ich möchte gern wieder runter. Irgendwann. Das ist ein Fahrrad, also so ein Lift ist das. Ah, eine Gondel, genau, das Wort. Eine Gondel, alter Verwalter. Da hätten wir ja auch erstmal drauf kommen müssen. Reisen Sie in der Gondel durch das Tal. Oh, wir machen eine Reise. Wunderschön, wunderbar. Das freut den Hebel auf der Plattform zu ziehen. Vielleicht setzt uns das in Bewegung. Letzte Fahrt im Hexenhaus. Steam-Errungenschaft. Ab geht die wilde Fahrt. Ja, das ist ja mal das habe ich noch gar nicht gesehen da oben. Diese Umlenkrollen von der Gondelfahrt-Gedönszeug hier. Deine Hexe ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Aufzug das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Oh. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Tut mir leid. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja, dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin und sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen untersuchen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen. Die Hexe zu töten bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. Meint ihr, sollten wir stehen bleiben, mir das alles genau angucken? Hier gibt es so viel zum Gucken. Vor allem der Aufzug ist überchillig unterwegs, finde ich voll geil. Der lässt sich richtig Zeit. Der rast da nicht so hoch. Das ist halt auch, weil der über voll viele Umlenkrollen geht, weil das hier so durch so ein verschluchtetes Tal geht. Das ist so geil. Ach, lol. Oh. Ich habe schon ein paar gesehen, aber das ist jetzt fail. Da hinten zum Beispiel. Hehehe. Naja, okay, die anderen kriegen wir sowieso alle nicht. Ja, rüber, oder? Ja, da hoch, alles klar. Wir gehen schon mal vor. Wir haben noch einen unverteilten. Ah ja, perfekt, da oben ist doch. Komm schnell! Nein! Oh, Nadja? Oh. Wie? Oh,
Es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich wollte... Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte es... Alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Ich hoffe, wir müssen uns nicht entscheiden. Die Hexe besiegen. Durchsuchen Sie die Höhle nach... Die Höhle nach der Hexe. Ich habe gerade vorgelesen, die Höhle, aber hatte so im Kopf an die Höhlen gelesen. 17 vor 17, was will ich denn hier noch machen? Warum ist das ein Ausrufezeichen? Das ist dumm. Geh weg. Will dich nicht. Drachenfeuerpatron. Stellen Sie brandverursachende Schrotflintenpatronen. Was ist ein kranken Kack, ey. Ohne Scheiß. Wir benutzen das alles überhaupt nicht. Ehrlich, wir benutzen das alles kein Stück. Hier, boah, von mir aus. Es ist egal, weil das alles so völlig uninteressante Sachen sind. Ist halt mies, aber es ist wirklich so, ja, leider. Was haben wir denn hier? Große Pistole mit dem Pfeile, große Ölflasche, das andere Kram da. Ist voll. Drachenfeuer können wir nicht herstellen, ist auch uninteressant. Pfeile, ja, können wir nochmal ein paar herstellen. Auch uninteressant. Ja, hier kommen Köcher, Alter, scheißegal. Die dicksten Köcher im Lande. Ja, das sind die dicksten Köcher im Lande. Siehst du? Geht ab jetzt läuft's bei uns. Bam, Junge. Easy, alles klar. Fertig. Abfahrt, ab zur Hexe. Jetzt gibt's auf die Fresse. Aber vorher lesen wir noch was. Oder hören zu. Der Offizier lief gerade aus dem Tal hinaus, als sich unser Rettungstrupp anschickte, es zu betreten. Sein Körper wies Folterspuren auf, ein Anblick, den wir nur zu gut kannten. Die Hexe war während der Revolte über sie gekommen und hatte Serafima mit ihren Häschern getötet. Er erzählte uns von dem laufenden Haus, von ihrer furchterregenden Stimme, ein wahr gewordenes Märchen. Am nächsten Tag starb er. Baba Yaga hinterlässt keine Überlebenden. Ich wollte weitermachen und deine Großmutter beerdigen, doch nun wollte niemand mehr das Tal betreten. Im Dorf lernte ich, ein guter Mann zu sein. Ich lebte in ihrem Andenken. Ich arbeitete hart, doch ich träumte jede Nacht davon, die Hexe zu vernichten. Vielleicht wäre ich vor Jahren gegangen, hätte das Fieber nicht deine Mutter genommen. Ich bin für dich geblieben, Nadja. Ich bin ein glücklicher Mann. Ich habe ein gutes Leben gelebt, das ich nicht verdient habe. Ein neuer Kampf steht bevor, aber es ist nicht der meine. Wenn ich Serafima rächen will, muss ich es jetzt tun. Ich werde die Hexe töten, damit deine Großmutter Ruhe findet. Ich werde nicht zurückkommen. Vergib mir. Das ist auch geil, dass der diese ganzen Notizen halt einfach hier über die ganze Spielwelt verteilt. Und die Nadja, die muss erstmal hier den ganzen hinterherlaufen. Und die ganzen... Hier war doch gerade was. Achso, das war das Lager... Ja, das war Lagerfeuer, okay. Und muss die ganzen Sachen dann einsammeln. Das ist so voll... Naja, gut. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Okay. Wir werden nochmal equipped, anscheinend, würde ich sagen. Bravo. Da müssen Soldaten. Sie sind hier. Hören wir mal, was Team Bravo nochmal so in den letzten Minuten zu sagen hatte. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Alles klar, der hat auch nur... Oh Gott, was hat sie mit ihm gemacht? Ein paar viele der Pollen eingeatmet, würde ich sagen. Ja Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's tatsächlich ernst. Sollen wir da jetzt runtergehen? Oder lieber zurück und noch ein bisschen was anderes machen, so. Ich meine, so eine
Witch Bitch, ne? So brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Also ich finde es hier draußen halt extrem schön. So, ey, ich finde, ohne Scheiß jetzt mal, also ich will jetzt hier nicht irgendwie strecken oder so, ne? Hab einen anderen Plan. ich finde diese Gondel extrem geil. Die Idee ist so gut. Ohne Scheiß, die ist echt so gut mit den Pollen als halluzinogener Wirkstoff. Mit diesem Haus halt, oder als Gondelhaus quasi, was da so runterfährt, was halt wirklich aussieht wie so dann. Ja, geil. Also die Idee ist großartig. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich in eine Folgenpause. In der nächsten Folge sehen wir es wieder, also respektive morgen, falls ihr das täglich gucken solltet. Und danke fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen doof, aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen über der Zeit, also minimal über der Zeit. Nur wenn wir jetzt darunter gehen und gegen die Hexe kämpfen, ja, das wäre doof. Deswegen würden wir dann irgendwie 30 Minuten machen und vielleicht ist es noch gar nicht die Hexe. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Deswegen, ne, danke fürs Zuschauen, haut rein. Euer Jens, tschüss, tschüss.